Das ist ein Weltklasse-Skifahrer und nur dazu wohnt er in Frangerfüß. In den Worten von meinem Neffen, der ist 5 Jahre, der sagt immer, er ist der beste Skifahrer der Welt, wenn er ihn irgendwo in der Zeitung sieht. Ja, ist der coolste Skifahrer von Österreich. Mein Nachbar. Super Bursch, der in einem Leistungsniveau ist, Weltspitze. Ein komplett sympathischer Mensch. Ist unser zukünftiger Großcousin, sobald er seiner Jacqueline endlich einen Heiratsantrag macht. Der Hosenscheißer. Er ist sehr willensstark, er ist extrem selbstdiszipliniert. Ja, dass er immer nett ist. Seine konsequente Arbeit. Wenn er keine Arsch legt, kennst du deinen Kreis, wenn was aufgeht. Dass er ein irrsinniger Kämpfer ist. Dass er privat genauso ist, als wir in der Öffentlichkeit. Er kann man um alles fragen. Er ist ein super Typ, er ist lässig. Ein eiskalter Typ, der was sich durch nichts beirren lässt. Viel Erfolg und wir sind alle stolz auf dich. Dass du gesund bleibst. Ich wünsche dir für heuer, dass du bei der WM dabei sein kannst. Dass du noch viele Jahre deinen Traum leben kannst. Eine verletzungsfreie Saison. Ganz viel Glück. Dass sich dein Wunsch erfüllt, auf den du schon so lange hinarbeitest. Wir wünschen dir, dass du dir nie wehtust. Und viel Erfolg. Bitte Marc, sei in Zukunft bei den Rennen ein bisschen strenger zu dir selber. Und bleib als Mensch so, wie du bist. Dass du gesund bleibst, weil das ist einfach das, was in die nächsten Jahre auch noch zählt. Hey, der Stockerplatz und die nächsten 3 Mal auch. Und vergiss nicht, wir haben am 19. Februar St. Moritz Slalom haben wir gebucht. Da fahren wir hin.